Herzlich willkommen. Plan heute, den Wagen komplett sauber machen und dann kommt der Boden rein. Richtig cool. Das einzige Video, was ich euch, glaube ich, nicht großartig zeigen werde, ist das Video, wie wir den Wagen isolieren, denn wir werden das schrittweise machen. Ich habe Armaflex und Alubutyl, alles da, aber darüber gibt es ganz, ganz viele tolle Videos auf YouTube. Denn wir machen das nicht am Stück, sondern schrittweise. Wir machen heute, isolieren wir erst den Boden, machen dann die Bodenplatte drauf. Dann werden wir schrittweise hier unten alles isolieren. Nächste Woche dann, sobald die Fenster reinkommen, beziehungsweise die Ausschnitte, dann wird der Teil isoliert. Dann kommt da ein Fenster rein, dann wird alles drumherum isoliert. Sobald der Frontrunner-Dachträger reinkommt, wird dann das Dach erst isoliert. Entsprechend, was ich sagen möchte, wird alles Schritt für Schritt isoliert und nicht an einem Stück. Und entsprechend werde ich darüber kein Video machen, weil das viel zu durcheinander sein wird. Aber Plan für heute ist der Boden. Wir holen jetzt hier alles raus. Ich war heute Morgen beim Baumarkt. Relativ teuer, aber hier in Garmisch ist sowieso alles teuer. Ich glaube, wenn man woanders lebt, kriegt man diese Platten ein bisschen günstiger. Ich habe jetzt 12 mm Siebdruckplatten mir besorgt. Und ja, die sind von der Belastbarkeit recht gut, sind wasserabweisend, was ja natürlich auch wichtig ist. Und genau, dann habe ich hier noch Kanthölzer, da wird das drauf gebaut. Da sind die Leerrohre für die Kabel und Wasserleitungen habe ich auch schon. Die werden auch noch alle hier unten drunter verlegt, bevor die Platten drauf kommen. Genau, das ist der Plan für heute und für morgen. Line, bist du bereit? So, fertig. Meine kleine Schablone ist vollendet. Jetzt muss ich natürlich noch ganz genau ausmessen, dass sie halt auf meine drei Platten passen. Zusehen und dann kommen sie hier rein. Sehr, sehr geil. Tada! Was habe ich hier ausgemessen gehabt? 2 cm. Alles richtig ausgemessen. Boden ist fertig, Leute. Endlich. Den ganzen Tag jetzt gesägt und vermessen. Da sind die ganzen anderen Teile. Richtig gut. Ja, jetzt noch mal sauber machen. Und dann wird geklebt. Das steht alles. Ich habe jetzt mal alles getestet. Ich sollte jetzt keinen Denkfehler haben. Und jetzt markiere ich alles, damit ich gleich weiß. 1B, Reihe 1. Latte 1, Reihe 2. So, jetzt habe ich es. Merkt ihr selber, ne? Deswegen tut euch einen Gefallen und markiert eure Latten, wenn ihr sie dann hinlegt. So, 2B.
shit. Die Kamera hat irgendwann einfach aufgehört aufzunehmen. Ja, ich bin so gut wie fertig. Mir fehlt nur noch das hier. Tschakka. Dann bin ich fertig. Aber mir ist gerade das Siegerflex ausgegangen. Das ist schon scheiße. Fuck. Vier Tuben habe ich gehabt. Hätte ich mal vier bestellt. Aber ey, das Zeug ist wirklich bombenfest. Und ja, ich werde das jetzt mal ein bisschen ruhen lassen über Nacht. Heute mache ich nichts mehr. Morgen schauen wir mal, ob ich morgen noch weitermache oder ob ich nächste Woche weitermache. Puh, langer Tag. Langer Tag.